Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail. Heute zurück, ich habe das Spiel schon mal gespielt, dann irgendwie aber nicht mehr, weil es irgendwie einfach zu langweilig wurde. Es gab aber hier, wie ihr seht, Update. Es gibt ein fettes, mega fettes Update. Wir erstellen mal einen neuen Manager und das bin ich, und zwar mein King. Gesicht, oh Gott, Alter. Haar, Dings, so, Haarfarbe, einfach irgendwie so. Keine Ahnung, ist eigentlich auch scheißegal, Alter. So, das passt. Erstellen. Diesen Mal, ja, bin zufrieden. Wir machen aber nur einen Ladenmodus, weil ich glaube, Kampagne ist zu schwierig für mich. Auf jeden Fall, Stadtgröße ist groß, Reichtum ist groß, Modegeschmack ist tief, weil ich habe keine Ahnung von Mode. Wählen Sie eine Kategorie aus. Okay, was wollen wir verkaufen? Wollen wir mehr Merch oder mehr Elektronik oder Lebensmittel? Wir sind jetzt wie Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Wir machen jetzt einfach mal Lebensmittel. Einfach alle Kategorien. Neues Geschäft. Das nennen wir... Bro, wie nennen wir das? Einfach Unfall. Oh, oh. Unfall. Einmal das so? Unfall? Ja, ich glaube schon. Logo, können wir ein anderes Logo? Alter, wie viele Logos es hier gibt. Das hier sieht mir nach einem Unfall aus. Was nehmen wir für Farben? Wir müssen uns dann gleich Farben festlegen. Irgendwie haben wir hier schon... Nee, okay. Wir machen hier mal ganz kurz ein Orange, genau. Und dann hier noch so ein Blau. Und das speichern wir auch. Für das nehmen wir jetzt Orange. Das heißt, wir färben das Ganze mal ein. Sieht absolut widerlich aus. Ist aber egal. Es ist ja ein Unfall. Hauptfarbe würde ich aber trotzdem Orange nehmen und dann die zweite Farbe Blau. Also dieses, ja. Oben, wie machen wir das denn? Einfach so, das sieht fancy aus irgendwie. Zeichen sind Orange. Oh, und dann haben wir halt scheinbar Blau. Okay, alles klar, Digga. Nee, Unfall ist weiß, hä? Egal. Wir lassen das Spiel beginnen. Oh Gott, es wird wirklich ein Unfall. Aber egal. Das hier ist jetzt unser Laden. Wir haben hier schon einen Mitarbeiterraum und einen Lagerraum. Als erstes müssen wir natürlich eine Liefereinheit kaufen, damit uns überhaupt Zeugs geliefert werden kann. Liefereinheit. Erstmal so eine Palette. Ja. Ist das hier das Lager? Nee, Digga, hab ich mir eingesperrt. Oh, Digga, wollte gerade schon sagen. Fängt hier gut an. Okay, ist das das? Nee, das ist das Mitarbeiter. Guck. Scheiß Fliege, Alter. Wir platzieren die einfach mal hier. Auf billig. Dann eine Lageeinheit. Wie kann ich den denn riechen? Achso, einfach so, lol. Dann brauchen wir einen Artikel natürlich. Wir haben ja gesagt, wir kaufen Lebensmittel. Erstmal, wir müssen erstmal das hier, ne? Nee, wir machen frisches Essen erstmal. Kühlt. Da kaufen wir, was kaufen wir denn am besten hier? Einfach so eins. Wir gehen erstmal aufs Billigste. Ist eigentlich erstmal auch egal. Wie drehe ich denn das Ganze eigentlich so schnell? Also, nur im. Wisst ihr, was ich meine? Eine Kasse brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die kommt einfach hier hin. Ins Büro kommt noch ein Tisch, soweit ich weiß. Aber irgendwie ist das Tutorial eigentlich auch anders. Vielleicht sollten wir es nach dem Tutorial machen und nicht hier unser ganzes Geld raushauen. Aber egal. Wir bestellen jetzt Artikel. Das heißt, wir haben ja schon ein gekühltes Dings gekauft. Das heißt, wir kaufen hier die ersten vier Fleischsachen, Alter. Wir verkaufen nur Fleisch und wir sind jetzt ein Metzger. Wir kaufen erstmal fünf Stück von allem. Ja, wir speichern das auch erstmal gerade. Einfach eins mal. Bestellung aufgeben. Digga, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch, ne? Okay, heute ist kostenlos die Reform, das ist aber Ehre. Ja, das Display haben wir hier zum Glück schon. Das können wir ja auch schon einfärben. Mit unseren Standardfarben, die wir extra eingerichtet haben. Und übrigens kann ich auch nächste Woche auch mit Facecam streamen. Ich habe mir Camlinks besorgt. Und ein Kabel sollte ich bis dahin auch haben. Von daher, laden wir ab hier. Genau, danke. So, dann packen wir das mal aus und kann man hier noch, genau, man kann hier die Geschwindigkeit mal 2 machen. Das ist immer ganz praktisch, wenn man, dann muss man nicht so lange warten. Jetzt müssen wir hier unser Fleisch einräumen. Das ist natürlich wichtig. Einfach, damit wir, keine Ahnung, damit wir Fleisch haben. Kann hier jetzt nur eine Art von Fleisch haben? Hä, nee, oder? Geht doch mehr. Hä, nee, was? Okay, Digga. Naja, egal, scheiß drauf. Aktualisieren Sie das Schaufenster. Man kann ein Schaufenster machen? Oh, Alkohol? Jägermeister. Okay, nee, das ist jetzt egal. wir machen frische Lebensmittel. Wir stellen jetzt hier erstmal Fleisch aus. Zack. Passiert auch noch was? Oder? Alter, wie lange das gedauert hat. Wie man jetzt einfach auch Schaufenster einstellen kann, Digga. Crazy. Und an dieser Seite machen wir aber anderes Fleisch. An dieser Seite machen wir dieses hier. Auch wenn wir das noch gar nicht verkaufen, aber das ist ja egal. Das wissen die ja nicht. Eine Registerkasse haben wir schon. Öffnen Sie das Register, kaufen Sie einen Computer, beenden Sie den Tag. Das haben wir eigentlich alles. Entfernen hier. Oder ist das eine hier verlassene den Laden? Ich möchte ins Büro gehen. Genau. Wir sind jetzt hier in unserem Geschäft. Wir könnten theoretisch auch schon Mitarbeiter einstellen. Das machen wir aber nicht, weil das wäre ein bisschen stupid.
direkt alles Geld ausgegeben. Wir starten einfach in den nächsten Tag. Stimmt, wir können eigentlich auch unser Design technisch in Raum hier mal gestalten, genau. Und zwar finde ich es immer ganz sympathisch, wenn man hier so ein... Oh Gott, Alter, jetzt muss ich suchen. Warte mal ganz kurz. Ich finde es immer sehr sympathisch, wenn wir hier in Holz... Oh Gott, ist das dunkel. Warte mal, ich mache das mal ein bisschen heller hier. Ein bisschen beige, aber egal. Ein Holzboden, der sieht einfach irgendwie gemütlicher aus, finde ich. Also im Lager halt nicht, weil das ist ja scheißegal. Da geht eh niemand rein. Und Wände machen wir einfach... Scheiß Fliege, Alter. Machen wir einfach rot für YouTube. Gibt es hier noch auch noch coole Wände oder so? Irgendwas, was so designtechnisch ankommt? Nee, irgendwie nicht. Doch, dieses Rot hat irgendwie Style, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, doch, kann man eigentlich machen, oder? Sieht voll gut aus. Bin ich selbst überrascht tatsächlich. Können wir jetzt hier mehr auffüllen? Nee, wir können hier wirklich nicht mehr Essen reinmachen. Wir können nur etwas reinmachen. Scheiße, Mann. Wir müssen etwas anderes kaufen. Und ihr kauft auch bitte was. Oh geil, da kommt der Mann. Nice. Wir haben schon einen Kunden, der kauft schon was, oder? Nee. Wir müssen aufstocken, Leute. Was die Leute wollen, ist Alkohol. Und das nehmen wir so in einem fancy Ding und stellen das hier hin. Oh Leute, wieder was kaufen. Wie dumm. Er läuft. 15, nochmal 15. Komm, gib. Okay, wir müssen jetzt hier ganz kurz auffüllen. Alter, die kauft auch was. Wir werden reich, Leute, wir werden reich. Ich spür's. Zack, 15. Das sieht halt, wie gesagt, so ansprechend aus. Aber wir verschieben das mal nach hier, dann können wir dann 2 nehmen. Das heißt, wir bestellen einen neuen Artikel. Ja komm, das passt hier, oder? Das, und dann nehmen wir mal noch so ein irgendwas anderes fancy. Das hier, und was sieht noch cool aus, das hier. Auch auf einfach immer, ne, sagen wir 10 Stück. Dann haben wir immer noch Vorrat. Okay, das ist dann Bestellung 2, die Getränke. Dann bestellen wir die mal, genau. Dann müssen wir jetzt hier gespeicherte Bestellung 1, erstmal, oh Gott, hinzufügen, bestellen. Ja, juckt mich jetzt nicht. Oh, es tut mir leid, Alter, ich war im Stress. Unfall geht los. Die Karriere startet hier. In the City, Alter. Hallo. Was möchten Sie kaufen? Wir haben alles. Machen jetzt hier mal noch etwas Gemüsiges, weil die Leute wollen ja auch gesund leben. Also, weiß ich jetzt nicht, ob die das wollen, aber ich denke mal, das wollen die halt, ja. Deswegen machen wir die Gemüse hin. Okay, wie viele Plätze hat das hier? Das hat 2, okay. Was könnten wir da für Gemüse nehmen? Was mögt ihr für Gemüse? Wo gibt es überhaupt Gemüse? Hier, Gemüse. Wir kaufen Ananas für das Ananas-Imperium. Und gab es noch was anderes? Eigentlich nicht. Also ein anderes irgendwie, ja, Ananas-Imperium, Ehre. Ich weiß gar nicht, ob das zu Zeitpunkt, wo das Video hier kommt, noch existiert, aber das ist egal. Okay, Unfall, also es läuft, Digga. Guten Tag, wieso kommt ihr nicht rein hier in die gute Stube? Okay, noch ist es ein bisschen leer, aber morgen kommt neue Lieferung, Leute, deswegen seid morgen am Start. Also das meinte ich jetzt zu den Leuten, ne? Erstmal hier kurz restocken und jetzt direkt an die Kasse rennen. Ich komm. 15. Das sind die Anfänge, Leute. Das sind die Anfänge. Okay, wir haben noch eine Fleischsorte, die wir jetzt hier mal auch noch reinklatschen. Und hier auch noch ausstellen. Okay, Leute, der Laden hält jetzt zu. Wir gehen jetzt erstmal... Ja, wir gehen jetzt nach Hause, ne? Oh, wir haben eine E-Mail. Was ist das denn? Also, Touristen in der Stadt, ja toll. Guck mich noch nicht. Wir haben alles schon wieder bestellt gestern, von daher... Alter, wir haben 218 plus gemacht, ne? Stabil. Okay. Dann würde ich sagen, was mit dieser ersten Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Waking up like hello, feeling so mellow. Fresh about the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what it do? My steez be the swaggiest. Fits real clean, but my flows be the nastiest. That's around.